Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Witcher 1, sind im zweiten Kapitel und hier gerade in Vaskas Hütte. Das ist im Dorf der Ziegelbrenner in den Fünften. Hier haben wir gerade gesprochen, jetzt wollen wir raus und wollten eigentlich wieder zurück nach Visima und in das Krankenhaus, oder? Ja, wir müssen ins Krankenhaus mit dem Gefangenen sprechen. Und wir müssen zu Kalkstein. Im Moment also, fällt mir nichts weiter ein. Du musst ja nachts herein in das Krankenhaus oder abends, im späten Abend mal nehmen die an. Ja. Anschließend kannst du auch noch zu Shani gehen, weil zu ihr sollst du ja auch. Was mache ich eigentlich bei den Ziegelbrennern? Ich dachte, du wolltest eigentlich zum Stehen. Wie spät ist es eigentlich? Es ist 3. Ach, da können wir noch mal zu den Holzfällern laufen. So weit ist es ja nicht. Das kannst du schon machen, aber ich glaube, du musst. Was bedeutet das, dass du deine Nacht irgendwo in Demo verbringen sollst? Musst du da irgendwo mit ja, eben. Oder was? Ich muss. Halt! Meine Maus entgleist immer. Ja, ich muss die Axt reinlegen und dann muss ich eine Nacht meditieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir müssen auch mal gucken, wie viel Geld wir haben. Wir müssen ja diesen blöden Stein von Leuwarden kaufen. $500 Milliarden. Tja, ist so reich, der Typ. Ausgesprochen unverschämt finde ich das. Vor allem, wenn du es brauchst, das weiß ich ja. Ja. Dann kann ich den Preis vielleicht noch ein bisschen nach oben treiben. Ach, diese Blödzeuger. Ja, okay, dann müssen zum die auch Glück mal sind sie kehren, relativ langsam. Für die Holzfälle. Ja. Hast du aber auch jetzt einen dampfenden Trott drauf? Kann er auch schneller laufen? Nee. So läuft er normalerweise. Boah. Naja, er joggt. Eigentlich hat er ein vernünftiges Tier. Er meint, er will nicht schneller. Oh je, was ist hier die Luft ein bisschen frischer, glaube ich, als in der Stadt, wo man dann rumjoggt neben den Autos. Das finde ich immer ein bisschen. Jaron Bolt, zu dir wollten wir. Sprecht! Der Älteste der Ziegelbrenner behauptet, man könne mit den Vodjanoi verhandeln. Verhandeln? Seid ihr blöde? Es wäre ein Versuch wert. Und sei es nur, um die Rache für das Massaker zu vermeiden, das ihr verlangt. Was soll ich denn tun? Quaken wie ein Frosch? Gebt mir eure Axt. Ich nehme sie mit. Als Geste des Friedens. Ihr stellt meine Geduld auf die Probe. Aber wir riskieren es. Ich bringe die Axt zum Fischvolk und kehre mit dessen Antwort wieder. Sprecht! Ja gut. Adieu. Meinst du, der ist bei den Menschen, weil er so einen mageren Bart hat? Dass die Zwerge ihn nicht so ganz voll nehmen, weil er so einen kleinen mageren Bart nur hat oder was? Keine Ahnung. Oder meinst du, der Bart ist weniger geworden, weil er bei den Menschen ist? Aber es sieht merkwürdig aus, finde ich. Das, da wird hier neu Altar, da müssen wir die Axt reinlegen. Ja, aber das wirst du erst machen, wenn du bist jetzt diese Nacht meditieren und dann nochmal einen Tag machen. Nee. Das ist halt immer so eine Sache mit den, ja. Mit den Zeiten halt. Ja, das ist. Aber es ist bei vielen. Es gibt viele Spiele, die so sind, wo du irgendwo irgendwas in einer bestimmten Zeit machen musst. Ja, stimmt. Wie spät haben wir es jetzt? 16 Uhr. Wir liegen gut in der Zeit.
Ich glaube... Da warten sie schon auf dich hier. Ja. Bindekraut, das brauchen wir. Und wir stehen da wie Soldaten. Ja, und warten schon. Ja. Das ist lustig, wie die sich bewegen. Ganz gut gemacht. Warum kämpfst du jetzt nicht mehr? Gerald müde. Sag mal, hat der den auch erwischt? Erwischt der das Zeug auch? Der war da schon verletzt, oder? Nein. Oder sah er da nur so aus? Ich habe nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Gut, der andere ist auch verletzt. Ja. Was machen die, die der verletzen? Der schadet den auch. Genau. Stirb endlich. Los. Na also. Ja. Ah. Ja. Das war das nächste. Also das war das nächste jetzt. Ja, genau. Du hast die Echinops oder wie die heißen und diese Blödsuiger. Ja. Für den kleinen Prinzen erledigt. Dann werden wir wahrscheinlich noch ertrunkene Tote beseitigen müssen. Karte kommt. Ausnahmsweise richtig. Dabei hast du dich ein paar Mal gedreht. Ja. Gut, ja? Also wenn Shani noch mal Schöllkraut braucht, das ist kein Problem. Das wächst das wirklich an auch. Jeder Ecke. Deswegen war ich irgendwie, deswegen musste ich auch so ein bisschen lachen. Ich dachte mir, wenn du kein Fass, haha, dann hast du das nämlich nicht gesammelt. Aber klar, sammeln ist auch langweilig. Ich weiß nicht. Ja. Oh. Ja. Das war's. Nee. Noch nicht? Musst du noch ein paar? Nee. Brauchst du immer drei oder wie viele? Nee, er sagte, ich muss alle töten. Doch, alle sagt, kannst du hier nie töten. Ja. Ich tötete ein paar Ertrunkene. Ich sollte alle Kreaturen töten, die die Holzfäller bedrohen. Wie viele das sind, sagt er ja nicht. Die können ja wohl nur Bäume umhauen, hä? Die können sich nämlich nicht wehren, aber wie wäre es, wenn sie mit der Axt mal auf so ein paar Ertrunkene losgehen? Naja, dann wärst du arbeitslos, Angst. Das stimmt. Wir müssen ja schließlich Geld verdienen. Damit Leute wie Leuwarden noch ein bisschen reicher werden. Ja, jetzt kannst du aber gleich mal zum Landungssteg gehen, weil du musst dann sowieso diese Nacht entweder hier verbringen mit der Axt im Ding drin oder reinpacken. Ja, der ist doch hier recht. Ja, willst du die schon reinpacken? Das macht das Sinn. Ja. Reinzupacken, bis obwohl 17 Uhr, ja. Obwohl du nicht meditierst. Ich dachte, du musst eine Nacht mit meditieren. Moment mal, habe ich den richtigen Quest an. Nee, Ungeheuer. Mann, ich muss hier runter. Man sollte immer drauf achten. Was steht denn da geschrieben hier? Oder reicht eine Stunde? Glaube ich aber eh nicht.
Das ist weit weg von zu Hause. Nee, der Turm ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Einer davon ist Shani. Ja. Nee. Auch nicht. Kann ich nicht gucken? Ich weiß es. Wie viel Punkte? Da ist es weiter oben, weil es relativ neu aufgebaut ist. Ich weiß ja nicht, was der erste ist. Hier ist Bering da. Der ist, ja, ist überall. So weit. Das Lamm läuft uns irgendwo über den Weg. Ein Ghul müssen wir hier nachts. Da müssen wir mit Kalkstein sprechen. Echinopse müssen wir mit dem Gärtner sprechen. Hunde ist der Totengräber. Komplize ist im Krankenhaus. Wolf. Die Monolithen. Da müssen wir die Sephirotze reinpacken. Würfelspiel. Shani, Faustkampf, Geheimnisse der Hexer. Was ist denn dein? Gesuch, mysteriöser Turm. Ja, klar, Kalkstein. Sieben haben wir, drei braucht man noch. Unter der Oberfläche ist auch nichts für die Verdächtigen. Ja. Aber kein Auftrag. Sehr merkwürdig. Ich sehe nichts. Gut, dann müssen wir so nach Karte. Also hier oben. Nee, hier unten. Ja, aber wie lange? Also von hier aus nach Süden. Ja, das müsste noch reichen. Also willst du da eine Axt reinpacken oder willst du eine Nacht da meditieren? Nein. Sondern? Ach so. Oh. Du musst doch meditieren. Ja. Ja, ich muss meditieren, genau. Ja, eben. Das ist sogar nicht eine ganze Nacht lang. Also nicht riskieren. Hast ja recht. Wo du recht hast, hast du recht. Wir gehen jetzt zum Landungssteg. Müssen wir zwar in der Stadt noch mal ein bisschen warten, würde ich schätzen. Aber warten musst du sowieso. Warten müssen wir auf jeden Fall irgendwo. Und gehen wir jetzt erstmal zum Landungssteg. Also dieser Gerald. Hm? Ja, ja. Weil ich glaube, du kannst dir hier Quest auch leicht verderben, habe ich mitbekommen. Aber ja. Ich habe dich ja fluchen. Braucht ihr ein Boot? Was wollt ihr? Darüber natürlich. Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Habt ihr euch entschieden? Das ist ein Dummschwätzer, erster Güte. Ein Ritual. Kann's losgehen? Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in die Stadt. Nee, unsere Schreibtische stehen nämlich nebeneinander bei uns im Arbeitszimmer. Und wenn Pepe nämlich spielt, dann bekomme ich das nämlich immer mit, wenn er vor sich hinflucht. Da habe ich nämlich mitbekommen, dass es hier schon einige Sachen gibt in dem Spiel. Wo die Quests dann nämlich kaputt gehen, sozusagen. Ja, ja, es ist relativ gut, aber ein paar Sachen sind schon drin, ein paar Fallen. Da kann man sich doch einiges versauen. Na ja, zum Beispiel die Sache mit Coleman. Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Ja. Da kann man sich dann doch einiges kaputt machen, wenn man nicht aufpasst. Und das sollte man hier auch im Stück machen mit der Axt. Und den wollt ihr neu. Gefalle ich euch? Ach, ich vergesse immer zu gucken. Nächstes Mal denke ich dran. Sie fragt mich jedes Mal, ob sie mir gefällt, aber... Das ist eine Freundin von der Klatschbase, ne? Ich habe wohl von dir was gehört. Kannst du ja mal ansprechen. Ja. Na, Hund. Pass auf, Hund, der braucht nämlich noch einen Hundeschmalz. Ein Hundeschmalz braucht man noch, genau. Hallo, Herr Pechschwarz, Spion. Ja, du kannst vielleicht musst du sogar noch ein bisschen meditieren, ne, bevor du da hingehst, weil du noch gut dran bist. Spätestens. 17.30 Uhr ist noch früh. Wir gehen jetzt erstmal zu Kalkstein. Na gut, dann schaut ja. Sieht gut aus. Bestimmt. Ja, ja, so viel Zeit haben wir noch.
Bei Kalkstein ist auch immer so düster. Hallo, Kalkstein, wo bist du? Das ist immer so geheimnisvoll, das ist unten im Keller wahrscheinlich. Ja, weil oben nicht ist, ist ja meistens unten. Nicht besser. Ich war gerade in Gedanken. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Ist ja ganz was Neues. Was den Turm anbetrifft. Ja? Vaska hat mir geholfen, die Turm-Tarot-Karte zu finden. Sie beschreibt, wie man den Bewahrer aufweckt. Lass die Karte mal sehen. Interessant. Es kommt viel auf die Interpretation an, aber ich glaube, ich verstehe sie. Alchemisten verstehen andere Alchemisten eben leichter. Erleuchtet mich. Der Bewahrer kann nur geweckt werden, wenn er in der Nähe des Turms ist. Das ist der Fall. Und man braucht einen Blitzableiter. Einen Blitzableiter? Die Zeichnung zeigt einen Mann mit Krone. Eine Anspielung auf König Hermann den Verwirrten? Wer ist Hermann der Verwirrte? Hermann erklomm einen Turm, wann immer es stürmte, und beleidigte die Götter. Eine feindlich gesonnene Fraktion schlug zu, indem sie den Blitzableiter vom Turm entfernte. Eine interessante Geschichte. Ihr werdet etwas brauchen, das den Blitz ableitet. In einfachen Worten, einen Stab aus Metall. Ein Schmied kann euch einen solchen anfertigen. Was dann? Wir brauchen ein Gewitter. Ich habe aber keine Ahnung, wie man Mutter Natur zur Zusammenarbeit bewegt. Ich lass mir was einfallen. Wenn ihr alles habt, dann bringt den Blitzableiter am Bewahrer an. Die Energie des Blitzes wird den Golem wiederbeleben. Was dann? Keine Ahnung, aber ihr schafft das bestimmt. Wenn ihr den Golem tötet, könnt ihr einen seltenen Trank brauen, für den sein Herz benötigt wird. Hier ist das Rezept. Wir werden sehen. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Schon wieder. Okay, bis dann. Sieht doch aus wie ein Affe, oder? So ein bisschen. Ja, Kalkstein sieht doch aus wie ein kluger Affe. Ja, aber ich überlege gerade, hier kann man auch meditieren. Wir haben ja nichts mehr zu tun, bis es nachts wird. Oder fällt dir was ein? Nö, mir fällt nichts ein. Nö. Es ist 17:30 Uhr. Boah, 5 Stunden? Oh, klar. Ist okay. Müsste passen. Na gut. Oh, du wolltest nichts bei ihm irgendwie loswerden oder so. Die Verträge hattest du ja nicht mit ihm. Ach, beim Gärtner hattest du ja einen Vertrag. Ja. Na gut, das kannst du ja dann erzählst machen können. Das hab ich gar nicht mehr gedacht, du auch nicht. Ja. Nicht so schlimm. Läuft uns ja nicht weg. Nö. Sei denn irgendjemand erschlägt den. So, jetzt mal wieder mal einen zum Krankenhaus. Wir gehen mal am dümmsten zum Krankenhaus. Vielleicht hier lang. Das ist Gefasel. Ja, meinst du? Ja, sollte das nicht wert. Da sind wir ja schon. Wir speichern mal. Sicher ist sicher. So. Da hinten ist der Gefangene. Ja. Wir werden alle sterben. Das ist eine Art Fluch. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich hab euch Aber bereits bezahlt. Aber ich habe bezahlt. Euch bezahlt. Psst. Er sagt etwas. Kalkstein. Er ist ohnmächtig geworden. Verschwindet. Da ist ein Aufruhr auf dem Flur. Verdammte Schurken. Boxfleisch hat sie geschickt. Hä? Meine Lunge. Oh. Das ist eine Lunge. Das ist eine Lunge. Vielleicht mal. Bleib stehen.
sah ja aus wie ein Kneipenwirt. Er sieht aus wie der Färber. Das ist so ein leichter. Der will Härteres. Der will Härteres? Oh. Ja. Er will es mal wieder schneller. Ja, woher wissen wir jetzt? Doch, Fleisch war. Tja, keine Ahnung. Boah, das Blut fließt. Das ist wieder einer, der es gern härter mag. Schön die Gold, ja? Ja. Es ist eine Art Fluch. Hm. 10 Ohren in der Tasche. Wir werden alle sterben. Ja, wie klar, sollte es das nicht sterben. Ja, was mit den Gefangenen? Du willst ja erstmal die Überreste holen. Ne? Ja, aber er weigert sich. Na, Salamandra sind es jedenfalls keine. Nee, die haben keine Abzeichen dabei. Aber du musst dann auch so, wenn du hier deine Überreste gesammelt hast, müssen wir Schluss machen. Jo. Dann guckst du ja gefangen, das siehst du. Aber es sah nicht gut aus mit ihm. Ich glaube, der wird es nicht überleben. Könnte ich mir nicht. Wie oft gucke ich mir den jetzt noch an? Solange da Überreste steht, ist das Problem, wenn man nicht alles ausrauben kann. Ja. Schön. Ach, das Bier nehmen wir auch mit. Wir sind ja nicht so. Kann man ja jemanden bestechen wahrscheinlich. Ja, können wir jetzt noch mit dem Gefangenen reden? Nee. Der sagt nichts mehr. Er hat Kalkstein gesagt und die haben Boxfahrt gemacht. Naja. Sterben. Wie auch immer. Ja, da werden wir mal mit den beiden eine Runde reden müssen. Ja, aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Beim nächsten Mal. Genau so. Okay, ciao. Bis dann. Tschüss.